Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder da seid. So, wir müssen erstmal essen, trinken, dann können wir fleißig sein. Oh, darf ich die Schamsuppe essen? Mach doch. Hey, dankeschön. Dann benötigen wir noch ein paar Durstlöscher. Nee, kann ich mich draußen, kann ich mich doch satt trinken, ja? Hier gibt's doch Wasser und Mast. Licht anmachen hier. Sehen wir auch was, ne? Hm. So. Sollte reichen. Oh. In meinem Arbeitsbereich sind schon wieder zwei Zombies. Echt? Ja. Oh, da. Voll eingesperrt. Ne, die laufen. Ja, die laufen oben drauf rum. Sehr frech, da ist der stehen geblieben. Hm. Mann, oh Mann. So, wie viele brauchen wir denn überhaupt hier? Das sind schon mal vier, ne? Ich wollte nur sagen, ich habe es jetzt gleich alleine geschafft hier. Da, oh, du bist so fleißig. Wieso kann ich jetzt nicht mehr machen? 20 Fleisch. Sehe ich ein. Vielleicht fehlt dir Wasser? Oder bei dem zweiten ist kein Grill, ne? Nee, mir fehlt... Glaube ich. Letztes Mal war kein Grill. Lehmboden? Hä? Du hast doch mehr als genug. Ja, aber nicht in der Tasche. Hä? Hast du den wegsortiert? Ja, ja. Also siehst du, ich brauche den immer gleich auf. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Lehmboden... Also dass die Gebetsblöcke... Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Vaters. Aber was meintest du denn jetzt? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Beetblöcke so viel Lehm brauchen in der Herstellung. So, woran hapert es jetzt? Kein Gammelfleisch mehr. Da wo die Zutaten, also... Da, wo das Fleisch und so alles drin ist, nicht Zutaten, sondern das Fertige, da habe ich das, glaube ich, reingepackt. Fertige Fleisch. Ja, aber das sind nur drei, dann haben wir insgesamt vier, das reicht nicht. Und die anderen habe ich schon verbraucht. Wo hauen die gegen? Hm? Wo hauen die denn jetzt gegen? Irgendwo auf deiner Seite. Hier, wo ich bin? Ja. Ja, hier da unten. Ja, weil hier die Mauer... Weil es hier wahrscheinlich noch nicht dick genug ist. Ah nein, ich bin genau in die Stachelfalle gesprungen. Vorhin sagt er zu mir noch, pass bloß auf die Stachelfalle noch. Und ich jump da direkt rein. So, ich hab das mal eben alles weggemacht hier. Eigentlich wolltest du mir helfen. Ja, ja, ja. Ich hab dir den Rücken freigehalten. Das waren ja drei breit, oh mein Gott. Ja, so wild wird das hier mit den Beeten gar nicht. Die sind ganz schön teuer. Ja. Also, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Hat er den Baum da hingestellt? Hier ist ein Klicker. Ah! Na geil. Ich bin jetzt auch in deine blöden Beine gelaufen. Ich glaube, die kann ich schon mal aufwerten hier, oder? Kommt da noch einer? Zombie? Wo kommen die denn jetzt alle? Ich glaube, ich werde die Beete hier noch verbreitern müssen. Oder ist es schon viel zu groß? Ich weiß nicht.
Aber ich hätte ja gern noch so Rundbeete irgendwie so ein bisschen hochgesetzt. Ja. Das Attribut ist zu niedrig. Das kann an einem Statuseffekt liegen oder daran, dass du nicht länger einen Gegenstand mit einem Attributsbuff trägst. Du musst die Dings leveln. Ja, Attribut Intelligenz kann ich nicht auf 10 von 10 bringen gerade. Ja, weil du dafür mehr Punkte brauchst. Nee, da brauchst du vielleicht 3 oder so. Nee. Klar. Intelligenz Level 10. Aber warum kann ich nicht... Statuseffekt. Was denn für ein Statuseffekt? Also ich kann jetzt sowieso, weil ich jetzt nur noch 2 Punkte habe, der würde nicht gehen, aber wieso darf ich das nicht lernen? Die haben ja rote Augenstimmen vergessen. Jo, und ich bin gleich wieder tot. Ich verstehe gerade nicht, warum ich das nicht machen kann. Hoffentlich lasse ich jetzt meine Balk-Dings hier in Ruhe, ey. Hallo, lass es heile. Deswegen nicht, oder? Wo ist er denn? Ah. Oh, er sind hier Ruhe im Karton. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich verstehe das gerade nicht. So. Das lag echt daran. An was denn? Weil ich konnte keine Attribute skillen, weil ich ein Schädeltrauma hatte. So, jetzt habe ich den Ingenieur habe ich komplett fertig. Was wäre denn das nächste? Maschinengewehrschütze. Das ist ja faszinierend. Könnt ihr eigentlich auch schon mal in den Beeten was anbauen, ne? Mhm. Ich habe doch erst Kartoffelsamen hier weggepackt. Potato-Samen. Mann, ist denn mein Stein ist schon wieder fast weg hier, ey.
Ich mach mal Kartoffeln und Mais, ne? Hm. So. Das haben wir erstmal. Was ist das denn? Oh. Diese Ernteerträge, die ich hier draus erzielen werde, Jasmin. Mm. Jetzt wachsen hier schon 2 Kartoffeln und 2 Maispflanzen. Ja, mehr Beete kann ich nicht machen. Schade. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, aber ich kann ja noch ein bisschen Punkte skillen hier, ne? Also große XP sammelst du beim Buddeln auch nicht. Aufwerten, aufwerten ist das Beste. Beste, beste. Aber ich hab nix. Beste, beste. Beste, beste. So. Was wird dann jetzt geskippt? Das gibt's doch nicht. Wir können schon mal die Baublöcke. Ich mach mal erstmal 20. Ja, ich weiß nicht, komplett außen lang gehen mit denen, was ich hier habe. Was machst du denn? Ne? Buddeln mal wieder. Aber ich brauche halt Punkte, ne? Ich brauche Level. Ich glaube, das nächste Mal werde ich hier den Bergarbeiter leveln, wo du schneller abbaust. Ach, würde das Loch jedoch nur so schnell vorangehen wie meine Beete. Weile haben, ne, Jasmin? Ja. Oh, das ist jetzt nicht gut. Ich verjuck hier meine ganze Ausdauer und hier draußen. Oh Gott, scheiße! Ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer, ich hab keine. Ja, lauf, lauf, einfach nach drinnen, lauf nach drinnen. Komm! Das sind ein paar mehr. Ja, macht hier zu. Nee, ich wollte hier von hier oben beschießen. Das sind alles Soldaten. Achso, warte. Ich hab gar keine Steinfall. Doch, hab ich. Die haben irgendwie kein Interesse mehr an die Wand. Welche denn? Wo denn? Hier, aber weil du so bündig gebaut hast, kann ich die nicht kriegen. Wie bündig? Ja, weil. Schon wieder da. Es geht ja kein Gitter rüber. Müsste man noch einen nach vorne machen, wa? Als Gitter, ja. Aber was wollen die denn immer da? Ich weiß es nicht, warum die ausgerechnet hier... Haben die Baum gefällt? Jo. Oh, Jasmin, ich glaube, die haben Großes vor. Hm. Das ist ätzend, ey. Ich fände immer noch Bäume.
Aha, jetzt sieht man euch auch ein bisschen besser. Wo ist er hin? Jetzt geht er zum Baum, oder? Ich bin jetzt einmal nach hinten gegangen, in der Hoffnung, weil ich hier tiefer bin, dass die hierher kommen, aber... Ja, er ist zum Baum gegangen. Ich bin runtergegangen. Die kommen? Ja, alles gut. Okay, ich weiß jetzt, was ich denn noch machen muss. Ja. Was denn? Ich mach hier noch einen Balken, also nochmal eine Reihe vor. Die türmen sich! Ich bin am Arsch. Wo bist du denn? Ich stand auf der Leiter, damit die hier vorne bei mir bleiben. Und ich eine Möglichkeit habe, die zu schlagen, aber die türmen sich dann auf. Die standen auf einmal übereinander, haben mir eine geknallt. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Was soll denn jetzt? Du bist das auf die altmodische Weise. Okay. So. Mein Gott, ey. Bleibt der jetzt mal endlich liegen? Nö. Jetzt aber ein Lootbag, ja, Trolling. Hol ich mir ganz gewiss nicht. Weg! Alle weg! Hier ist sauber soweit. Ja. Da unten liegt ein Lootbag. Willst du den holen? Ja, ja. Ich bin schon unten. Ja, dann muss hier das weg. Ist auch was für dich dabei? Hm. Ja, das andere erstmal alles als Stein jetzt schon. So. Ja, da muss echt außen nochmal so ein Geländer aus Gittern rum, ne? Ja, ja. Dass man runterschießen kann. So, ich geb dir mal eben noch was hier. Ich hab da was Feines, hab ich da. Hm. Labe deine Augen hier dran. Liegt schon hinter dir, ne? Ey, dass er nicht warten kann. So, dann wollen wir unsere... Was? Ey, du Idiot! Das ist noch nicht fertig! Okay, okay. Der glaubt auch, ich baue hier zum Spaß, ne? Mal, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier machst du was mit, Jasmin. So. Den darf ich noch gar nicht unterfüttern, weil dann kann ich es nicht mehr zementieren, ne? Noch einer, ey. Mann. Geil. Was denn?
Ich hab unten vergessen, ein Dings. Bin ich bis ganz unten gekommen mit dem Ball, hier Würfel da. Ist der genau da drunter. Oh, und wunderbar. Müsste jetzt bis zur Ecke sein. Komm ich nicht ran, ey. Oh, was? Wir machen doch schon wieder alles kaputt, ey. Okay. Ich hab da kein vernünftiges Dings. Waffe. Ja, wir brauchen auch einen Zementmischer, dass wir alles ein bisschen härter haben. Kannst du den mal töten, dein Zombie? Ich bin gerade im Loch, ich komme gleich hin. Ja, weil ich hab so ein doofen Waffen nur. Der ist genau hier drunter, kacke, ey. Okay, ich denke mal, du hast es erledigt. Nö, noch nicht ganz. Ja, warte, ich komme. Jetzt, oh, da kommt noch einer. Spar dir die Munition. Ja. So, ich bin schon da. Keine Ausdauer. Oh, bleib da stehen! Kann ich nicht. Ja, wie soll ich den denn kriegen, wenn du wegläufst? Oh, es tut mir leid, dass ich sterbe. Ey, du schiebst mich hier runter. Hör auf. Oh, jetzt geht der wieder da hinten hin. Alter. Hier kommen auf jeden Fall Stachelfallen hin. Das kannst du aber glauben. Hä? Hä? Er ist im Haus, glaube ich. Ja, ist er. Er kommt, er kommt. So, das war's mit ihm. Gut, dann kann ich da noch mal schnell ausbessern. Bevor hier noch irgendwelche Idioten kommen. Ich glaube, hier ist noch wer im Haus. Nein. Echt jetzt? Irgendwo ja, aber ich weiß nicht wo. Ich hau auf, Alter, ich hab immer Schiss bei so einer Kacke. Oh, Junge, Junge, Junge. Darf ich mal durch? Mann, kannst du nicht woanders nerven gehen? Nein. Oh. Gut, das mache ich später. Jetzt habe ich Angst runterzugehen, weil du gesagt hast, da ist noch einer. Ja, im Haus, ganz weit weg. Ja, ich muss aber da vorne hin. Ja, der ist noch weiter weg. Noch weiter als da vorne. Alter, haben die hier... Ey, die haben meine Steine kaputt gemacht. Ja. Alter, was ist das denn, ey? Weiß auch nicht, warum die immer dieselbe Ecke rein wollen. Das ist ja immer da, wo die Tore waren, ne? Ja, hier was. Vielleicht musst du einen Graben ziehen. Ja, habe ich auch schon überlegt, ey. Wenn sie sich denn reinkloppen, dann sind sie im Keller. Allerdings, ob die, ob das Gebäude denn vielleicht irgendwann zusammenstürzt, ne? Jetzt habe ich keinen Stein. Ab
Aber irgendwo habe ich eben auch einen gehört. Ja, der ist im Haus. Man hört da drinnen die ganze Zeit so Schritte über den Parkettboden. Ja, und habe ich gehört. Was hast du gehört? Also komisch. Okay. Das klingt ja wirklich merkwürdig. Mhm. So. Ist hier nochmal. So. Ja. Ich weiß nicht, ob das von der Breite so passt, wie ich mir das gedacht habe. Weil mit allem drum und dran wird das doch ganz schön viel eigentlich. Ja. Bist du das? Ja. Bisschen Platz machen. Also jetzt können wir... So lasse ich das erstmal. Die Nacht ist vorbei. Ja, ich hab, mach das jetzt trotzdem einmal her. So, dann haben wir die Seite schon mal gleich fertig. Fehlt nur noch hier die Ecke. Boah, wir haben so viel Lehm, ne? Ja, aber nicht genug Stein. Das ist auch irgendwie merkwürdig, ey. Wenn sich alles so leicht sammeln würde wie Lehm. Ach. So. Mein Hammer hält auch schon 100 Jahre. 100? Ja. Böhnsch. Mein Hammer ist so alt wie die Zeit selbst. Hm. Den habe ich von meinem Ur-Ur-Urgroßvater. Oh. Ja. Der heißt Urgroßvater, weil er die Uhr erfunden hat. Mhm. So, hier ist schon wieder eine Fliege. Ich raste aus. Ist die wiederbelebt? Er rastet nee. Auf. Er rastet komplett aus. Es tut mir leid, dass ihr das so miterleben musstet. Da habe ich mich nicht ganz in Zorn halten können. Hast dich wohl nicht unter Kontrolle, oder? Nee, da habe ich die Kontrolle verloren. So einiges verloren. Und das hier. Das wäre dann hier rüber. Ich will nur, dass man das visuell. Das muss noch weg. Ist das bei mir? Hat sich so angehört. Was ist denn hier kaputt gegangen? Ich weiß nicht. Metall? Was war denn hier an Metall? Ich hab doch nur das Geländer weggemacht. War da irgendwas Metallisches? Ich kann es dir nicht sagen. Hihihi. Hä? Das passt dir jetzt aber nicht. Warte mal, dann hätte ich hier... Hier hätte ich das hier. Hm. Und hier wären... Aber dann wäre mir das so eigentlich lieber.
Aber da kann ich nicht rüberbauen. Ach so, ja, 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 ja. Das wäre ja hier. Das wäre genau. Treppe, Lücke, Treppe. Die Treppe sollte vielleicht auch einen Abstand haben, ne? Wenn man hier, dass die hier hochgehen. Man würde sagen, da ist Lücke. Eben damit sie hier nicht wieder die Wände kaputt kloppen. Und dann wäre hier die Wand. Und dann müsste das hier lang gehen. So nämlich, ne? Dann machen wir das andere Seite auch gleich. Wand. So. Genau, dann gehen wir nämlich hier lang. Das würde ich auch besser finden, dann kann ich hier nämlich schon verbinden. Dann habe ich das nämlich visuell. Einmal hier runter. Genau. Und dann können wir hier eigentlich auch noch mal eben die Ecke schon runtergehen, weil wir ja noch einen weiterkommen, ne? Und andere Seite dann auch einmal. Stein. So. Stein. Stein. Schere, Stein, Papier. Ein Tag mit dir gefiele mir. Schade, dass du eine Freundin hast. So. Dann geht's weiter. Was braucht man da? Achte? Ungefähr? Wenn das Holz mal so schnell kommen würde, wie man es wieder verbraucht. So nämlich, ne? Und dann hier noch ein. Hier, ja, hier müssen wir auch einen breiter. Ja, Holz geht ganz schön drauf, ne? Ja. Na, ja, du baust halt viel schneller, als wieder abbaust, ne? Ja, ne? No. Das ist aus dem Grund, weil wenn du abbaust, ne, baust du ja mit linker Maustaste und wenn du hinbaust, mit rechter Maustaste und jeder weiß, dass die rechte Maustaste schneller ist, ne? Also. In der Übersetzung der Kraft, ja. Die klickt halt schneller. Bei dir klickt es wohl ein bisschen langsamer. Was hast du gesagt? So, Weisheiten des Tages. Ist da noch ein Loch? Nee, ne? Cool. Einmal runter. Doch ganz schön groß, ne? Einiges hier.
So, dann würde ich den schon aufwerten. Und den und hier. Nach, Herr Nachbar. Sie sind ja noch gar nicht weitergekommen, da. Was? Ich hab hier aber richtig Meter gerissen. Oh, ist ja das vielleicht doof? Nö. So, das wird nämlich das hier. Und die Treppe wird wahrscheinlich weiter rausgehen. Aber das ist ja... Das ist ja... Schnuppe eigentlich. So. Wie sieht denn das von da aus von dir bei mir hier? So ein bisschen, als wenn du versuchst, ein Schloss zu bauen. Nee, ich will halt nur überall hinkommen, wenn... Ja, aber wieso setzt du das Geländer schon wieder bündig mit der Wand? Hä? Du wolltest doch einmal Gitter auf dem Fußboden machen, damit man runterschießen kann. Wie auf dem Fußboden? Nee. Alter, jetzt hat er hier einen Baum gepflanzt, der genau hier reinragt. Aber wolltest du nicht, wolltest du nicht, wo bist du denn? Andere Seite. Einmal rundrum so machen, damit man runterschießen kann? Nein, ich will keine Gitter, nein. Aber dann kannst du nicht runterschießen. Ich höre aber keine Gitter, das sieht doof aus. Und wie willst du das zum Schießen machen? Mann, Patrick, ich überleg noch, krieg du mal deine Bude fertig. Was du auch machen könntest, wäre, wenn du hier außen auf beiden Seiten Balkon hättest, einer steht links, einer rechts, dann kann man immer zum anderen rüberschießen. Hä? Na, angenommen, hier wäre so ein kleiner Balkon, ne? So. Also ich kann doch hier links und rechts das Gitter, hier einmal die Gitter abmachen und dann lege ich hier einmal Gitter rum. Ich denke, du wolltest keine Gitter. Ja, will ich ja auch nicht, aber Balkon ist ja auch hässlich. Ja, deswegen dachte ich, wenn du jetzt hier zwei Balkons machen würdest, könnte einer links, einer rechts auf dem Balkon und dann kann man so über Kreuz schießen. Nehm ja jetzt bestimmt nicht da so ein Steinding wieder weg. Warum denn nicht? Nee. Und wo kam das Metall her? Weißt du das? Nö, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist der Wasser... Kannst du hier... Kannst du deinen Steg hier mal denn noch abreißen? Gehen ja anscheinend da eh nicht rauf. Die Treppe meinst du? Ja. Ja, das kann ich auch noch tun, aber das würde ich dann außerhalb der Folge machen. Weil das ist ja kein Fortschritt vom Spiel, oder? Ich mache das in der Folge, ich weiß noch nicht. Wie mache ich denn überhaupt diese Gitter? Mit R. Und dann Stäbe heißen die. Ja, aber wie drehe ich die? R gedrückt halten und dann dieser Würfel mit den Pfeilen in drei Richtungen. Das sind drei. Wenn das hier Boden wäre, dann hätten wir noch... Ist ja doof. Eins, zwei, drei, ja. Geht ja gar nicht so.
müsste das eigentlich passen. Und hier sind wir. 1, 2, 3, 4, 5. Der muss so weit zurück, ne? Nee, das ist ja doof, das geht ja gar nicht. So wäre das dann. Ja. Aufwerten oder runterbuddeln? Wer weiß, ob ich einen Erdbohrer noch finde, ne? Aber alles würde ich auch nicht runterbuddeln. Da würde ich dann erstmal nur, wo die Wände sind, und den Rest kann man ja, wenn man Erdbohrer findet, machen. Ansonsten halt buddeln. So. Und noch mal ein bisschen was Gesundes hinterher, ne? Mais, der genauso rauskommt, wie er reingegangen ist. Gelb. So. Das ist ja kacke, das geht gar nicht. Was denn? Ja, so wie ich das wollte. Wie wolltest du das? Vielleicht kann ich dir einen Tipp geben. Habe ich dir doch gerade erklärt, wie ich das machen will. Einmal rum mit den Gittern. Ja. Und wieso geht das nicht? Weil das nicht geht. Doch. Ach, du hast die mittigen Stäbe genommen? Keine Ahnung. Hier, Gott, ey. Kannst du den kopieren? Hinter dir habe ich eingesetzt. Kann doch auch die ganz normalen Stäbe nehmen, habe ich. Wenn du die mittigen nimmst, haben wir eine Stufe halt drin. Also musst du selber wissen. Nee. Ja. Ach, Jasmin. Du bist schon so eine Bucht. So. Und den hier noch. Hält und hält und hält. So. Und den hier, ne? Der ist von der Höhe richtig, hier ist ein zu tief, würde ich sagen. Noch weg, ne? Jetzt bin ich gerade. So. Ach ja, die guten Bauphasen, nicht?
Aber nach vorne hin geht das nicht. Du meinst jetzt ansetzen oder wie neue Stangen? Mhm. Ja, du musst von vorne gegen gucken, sag ich mal. Du kannst die entweder vom Boden aussetzen oder du setzt die gegen, stellst dich auf die Stangen rauf und setzt die quasi schräg gegen die, dass du schräg gegen die Wand guckst und die dagegen setzt. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll. Ich krieg's auf jeden Fall nicht vorne ran hier. Komm gleich nochmal gucken. Dann kannst du mir ja zeigen, was du überhaupt meinst da genau. Ja, vorne ran einfach. Einmal rum. Geht nicht. Ich muss ja hier später wieder was wegnehmen, ne? Von dem. Da muss ich bloß dran denken, bevor ich hier alles aufwerte. Ach komm, den mache ich noch. Den buddeln wir hier noch eben gegen. Hast du geschafft? Na sicher. Und hier? Und hier? Und hier? Ach, hier? Du sammelst halt so gut wie keine XP hier, ne, beim Buddeln. Buddeln. So, ich verbrauche jetzt noch meine Blöcke hier. Und dann lassen wir das Buddeln erstmal wieder sein. Immer so peu à peu. Gehört halt mit dazu, ne? Wissen wir ja alle. So. Könnten wir ja eigentlich nächste Runde noch meine Stufe säubern. Eine Stufe säubern? Ja, welche Stufe denn? Die vierte von oben. Die ist ganz dreckig. Nee, ich habe noch eine Quest vom Händler. Gebiet säubern. Ich glaube, da kriege ich mehr XP, als wenn ich hier schaufel. Meine, das Aufwerten gibt gut Punkte, aber eben nur das Aufwerten, ne? Ich wollte jetzt hier nicht die nächsten 20 Folgen mit der Schaufel den Lehm weghauen. Kann ich jetzt hier keine Ecke setzen? Ein bisschen abwechslungsreich gestalten. Wir müssen uns ja auch demnächst schon wieder auf den Blutmond vorbereiten. Na gut, das machst du ja gerade. Ich werde dann noch Holz mitbringen, auf jeden Fall. Für die Stachelfallen. Wieso kann ich jetzt hier keine Ecke hinmachen? Das verstehe ich nicht. Du brauchst keinen Mann, der dir das erklärt. Eine Seite konnte ich die Ecke machen. So, bin ich da schon wieder schief gekommen? Ach so, ja. So. Hm. Ja, komm. Drei. Drei machen wir noch. So. So. Du, herrlich.
hat mich eingebuddelt. Oh, ich habe die Wand ja schon fast fertig, wa? In der Länge. Schön. Geht das langsam voran. Dann können wir noch einmal die Taschen leer machen. Da, da, da. Gesunde Abwechslung. Ja, wie gesagt, ich bringe noch Bauholz mit wieder. Dann kloppe ich den einen oder anderen Baum weg. Ah, was ist denn das hier? Wieso geht das bei mir immer nicht so? Den werde ich brauchen. Wieso ist das bei dir so tiefer ein Stück und bei mir so? So. Oh. Da, da, da. Der hält 100 Jahre, ey. So, was meinst du denn mit oben Stück? Ja, meins guckt hier mal ein Stück rüber und bei dir nicht. Und deswegen passt das mit der Ecke hier nicht. Dann hast du Stange mittig ausgewählt. Nein. Ich habe Stäbe ausgewählt. Ja, Stäbe mittig. Nein, Stäbe. Guck mal auch. So. Stäbe, Stäbe mittig. Nee, mittig habe ich nicht. Versuch doch nochmal neu auszuwählen. Hab ich schon. Wieso geht das bei mir und bei mir, bei dir und bei mir nicht? Mach du mal einen bitte ran. Genau da, wo ich den eben hingemacht habe. Ah, jetzt kann ich dir das sagen. Du hast den beim Block drehen, hast du die Stangen nach oben, dass der Block nach oben guckt, ne? Achso, na denn, okay. Hm. Jetzt habe ich die falsche. Hä? Aber bei mir bleibt das so. Du musst, wenn du den. Wenn die Stangen oberhalb des Blockes sind, musst du den Block. Unter, also da, wo du draufstehst, quasi die Höhe. Da musst du anbauen. Ja, versuche ich doch. Geht aber nicht. Dann rutscht er immer so weit runter. Setz mal ran. Bitte. Haben wir doch eben schon. Und du hast jetzt, das beim Drehen sind die Stäbe oben und das Weiße von dem Kasten geht nach unten, ja? Die ganze Zeit nicht. Genau, die Stäbe müssen nach oben, müssen oben sein. So? Ja, wunderbar, das sieht doch toll aus. Super gemacht, Jasmin. Ah, halt, Klappe. Lass doch mal gern Like für Jasmin da, dass sie das toll gemacht hat. Falls noch der ein oder andere Zuschauer dabei ist nach dieser spannenden Buddelfolge.
Also, naja, morgen wird auf jeden Fall besser. Wer so lange dran geblieben ist, weiß das auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.